Weiter geht es. Ich möchte das trotzdem alleine probieren, denn ich möchte das jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich hier vernünftig fahren kann. Die Five Tens sind zurück. Falls ihr wieder rein wollt, müsst ihr euch bewähren. Fahren wir! Gib alles, Alex. Du musst die Jungs schlagen. Das muss ja irgendwie gegeben sein. Guter Junge, zeig ihm, wer der Boss ist. So. Ich fahre jetzt ganz vorsichtig und eher langsam. Was heißt eher langsam? Ich fahre ja trotzdem mit über 100 km/h. Aber mit eher langsam meine ich, ich fahre jetzt mal mit nicht ganz durchgetretenem Gaspedal. Eigentlich ist das ja auch mal ganz nett, so zu fahren, denn erstens ist es nicht so hektisch dann und zweitens möchte man ja auch irgendwann mal was davon haben, dass man hier ein Lenkrad mit Pedalen hat. Irgendwo muss man ja die Präzision auch mal benutzen, die dadurch zustande kommt. Ups. So. So. Noch läuft alles gut. So lange, bis ich hier das nächste Mal mich wegen irgendwas drehe. Das heißt also, das muss ich echt vermeiden. Dann kann ich vielleicht auch den hier noch schlagen. So, das hat mich schön wieder gerade gerückt, das ist gut. Sowas habe ich gebraucht. Ganz vorsichtig lenken jetzt. Damit ich nicht dann wieder in die Situation komme, dass ich so doll lenken, gegenlenken muss, dass wieder gar nichts mehr funktioniert. Ich finde immer noch die Soundkulisse von The Crew, die ist echt gut. Also die Motoren-Sounds, okay, gibt es bestimmt bessere generell, aber die Soundkulisse an sich, wie man die Motoren der anderen hört und wie man generell die ganze Welt um sich rum hört, das ist schon, finde ich, ziemlich gelungen. Das hat man nicht oft bei Rennspielen so genial. Und halt auch das Surround richtig genutzt. Also wenn ich halt mit den Boxen spiele, merke ich das jedes Mal wieder. Das ist halt schon echt gut. Sehr großer Pluspunkt bei dem Spiel. Okay. So. Aber nach wie vor kann ich nur sagen, ne, wie viel würde ich dafür geben, hier die Steuerung von, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal ganz hoch greife, Gran Turismo zu haben. Das wäre echt ein Traum. Aber das verstehe ich, es ist schon noch ein Arcade, irgendwo auch Arcade drin Spiel, aber leg den Zahn zu, du bist fast da. Ich sag mal, die Steuerung von Need for Speed Shift 2 wäre schon auch geil. So, aber das, ne, ich wusste doch, das muss irgendwie gehen, auch alleine. Ohne fremde Hilfe. Und es geht. Und wir haben die Mission erfüllt. Und wir haben leider nur Bronze. Aber wir haben die Mission erfüllt. Und ein Teil für Stufe 24, was uns überhaupt nichts bringt. Yeah, ausstatten.
so die Five Tens. Ja, schade, wir können leider keine Dings hier mehr kriegen, keine Punkte, weil wir auf der höchsten Stufe sind. Aber Alter, geht's hier weiter. Das war klasse. So sollte es sein. Die Videosequenzen ruckeln nach wie vor. Five Ten, Bruder, sag's weiter. Five Ten. Ah. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Gute Arbeit mit Coburn, Alex. Wir kommen näher. Unbedingt. Hast du was über Cam? Ja. Eine FBI-Akte, in der steht, dass Schiff bei einem Revierkampf auf Cams Frau geschossen hat. Sie ist tot. Mist. Ja. Seitdem hat Cam sein Leben der Jagd auf Schiff und die Five Tens gewidmet. Er hat ihnen die Südstaaten abgenommen, aber er will noch mehr. Huh. Das klingt so spannend. Da muss man doch hier gleich weiter gucken, wie es hier so weitergeht. So, da ist jetzt nur die Frage. Runde 2. Tiefschlag. Auf den Körper. Das sind die drei Rennen, die hier jetzt sind, ne? Vielleicht machen wir sie tatsächlich einfach mal in der Reihenfolge, wie ich sie gerade vorgelesen habe. Wäre so eine Idee. Also, Runde 2 Wegpunkt setzen. Da können wir einfach glatt mal von hier hinfahren. Wir können doch mal was weiteres fahren. Achso, was ich vorher aber noch sehen will, ist... nein, da. Für was ist das denn ausgelegt? Dass wir diesmal gleich mit dem richtigen Auto hinfahren. Nicht Performance. Ich meine, wir müssen ja nicht immer wieder die gleichen Karren da fahren. So, und dann suchen wir uns jetzt gleich was Schönes in Performance, womit wir da hinfahren. Performance-Wagen. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich mal Lust, das mit dem Abarth zu fahren. Aber ich glaube, ich wechsle dann erst die. Wir fahren vorher mit was anderem dahin. Und zwar, ja, warum nicht mit unserem schönen Street Escalade? Der ist doch schick. Yeah. Oh, muss in die andere Richtung. Auch das lässt sich machen. Theoretisch. Wenn da nicht dieser Widerstand so scheiße wäre. Naja. Okay, kann man mich überhaupt hören, wenn ich so leise murmel? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Was? Hä? Schon wie andere Richtung? Irgendwie passe ich immer nicht auf hier. Und irgendwie fahre ich gerne gegen Bäume. Und irgendwie wäre das langsam und gesittet fahren wäre einfacher mit Schaltung. Ach so, ja, ich habe natürlich noch gar nicht ausprobiert, ob die mit dem, ob mit diesem Dingsbums hier, mit dieser Datei auch die Schaltwippen jetzt Force Feedback haben. Aber ich glaube, ich hatte das schon getestet ganz am Anfang. Das haben sie, glaube ich, dennoch nicht. Deshalb habe ich weiterhin auf die Schaltwippen verzichtet und bin dabei geblieben, hier Handbremse und Nitro zu haben, weil es dann irgendwie praktischer ist. Ja. Autobahn! Es ist schon echt cool, ne, dass es den Escalade in allen Specs gibt. Übrigens glaube ich, dass diese langen Lichter hinten und die Lichter vorne, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gab es noch so ein anderes Kühlerrost dafür.
Und das, sowie halt diese langen Lichter hinten, sind, glaube ich, mehr oder weniger geklaut einfach von dem etwas kleineren SUV, den es von Cadillac gibt. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber es gibt ein... Der hat halt, bei dem ist halt das Glas oben das Dach oben komplett aus Glas. Der hat so eine etwas sportlichere Form. Das sozusagen so wie halt bei VW der Tiguan im Verhältnis zum Touareg, so ist der halt hier im Verhältnis zum Escalade sozusagen. Ich muss ja sagen, auch wenn es jetzt gerade hier fies fürs Auto ist, aber ich muss sagen, ich bin ja echt happy, dass ja, glaube ich, vor, also bei dem letzten Mal noch, bei dem Retro-Car-Pack, dass da ja, glaube ich, das Schadensmodell hier nochmal verbessert wurde deutlich. Wobei man vom Schadensmodell ja wirklich halt auch immer nicht besonders viel mitkriegt. Da ist sich ja sehr schnell regeneriert, der Wagen. Aber das möchte ich jetzt, muss ich jetzt leider einmal ausprobieren, wie heftig der Schaden hier tatsächlich noch wird. Je mehr ich hier ankarre. Ja, okay, so viel dazu. Aber für Bolt schon wenigstens ordentlich, ne? Also das ist hier schon echt ganz gut gemacht. Ich finde, diese Risse und Beulen sehen schon wirklich echt ganz gut aus. Das auf sowas wird halt sonst eher bei Rennspielen ja nicht so oft geachtet. Das ist meistens eher so einfach nur Teile, die abfliegen, ohne dass vorher da irgendwas zerreißen für Bolt. Ja, das Einzige, was ich hier echt immer noch zu bemängeln habe, ist, dass es von innen keine Risse in der Scheibe gibt. Ist natürlich... Du schlägst Wellen, Alex. Hier sind viele Jungs, die sich noch an die Zeiten vor Cam erinnern. Es funktioniert. Was hast du zu bieten? Den nächsten Schritt. Noch ein alter Rekord von Cam will geschlagen werden. Na, Alter, aber halt, Alter, wie komm ich jetzt... Manchmal bin ich schon ein bisschen merkwürdig, was mir so für komische Worte in den Sinn kommen. Aber es mag ja positiv fürs Gameplay sein, aber ich würde es schon eigentlich wünschenswert finden, wenn man hier doch auch von innen Risse an der Scheibe hätte. Oh, das ist lustig, auf dem Drehstuhl kann man sich drehen, ist mir jetzt das erste Mal... Das nicht, dass man sich auf dem Drehstuhl drehen kann, ist mir das erste Mal aufgefallen, aber... mir ist das erste Mal aufgefallen, dass ich mich hier ja beim Fahren auch so lustig auf dem Drehstuhl hin und her drehen kann, was man im Auto nicht kann. Ah! Ja, yeah, heute mal Unfallfolge. Ja, jetzt die Frage, ich finde, heute gibt's echt mal den Abarth. Muss gerade einfach mal sein. Obwohl, mit dem können wir sogar... Was? Was? Im Ernst? Ach, es war ein Poli... Ach, du Scheiße, ey. Das musste jetzt sein, ne? Wir sind hinter dem Ziel.
Oh nein! Wir sind hinter dem Ziel und fahren auf. Verdammt, der ist ausgewichen. Der kann fahren. Ja, der kann fahren, genau. Merkt man, wie ich fahren kann. Wir haben das Ziel auf den Augen verloren, Tim. Viel gesichtet. Verfolgen ihn wieder. Scheiße. Keine direkte Sicht mehr auf das Ziel. Habe verstanden. Patrouillieren Sie im Bereich und achten Sie auf den Bildschirm. Da ist er. Nehmen die Verfolgung wieder auf. Nein. Verdammt. Wir verlieren die Zentrale. Das wäre ja mal schön, wenn das so wäre. Ist einfach verschwunden. Ich sehe ihn nicht. Verstanden, okay. Wir versuchen ihn... Kein Zeichen vom Ziel, Zentrale. Also ich meine, das mit dem Kopf ist schon eine heftige Sache. Irgendwie, an alle Einheiten. Der Verdächtige ist entwischt. Warten Sie auf Anweisungen. Also ich muss sagen, das mit den Cops, das finde ich echt schon eine heftige Sache, dass während die in der Beta echt so ziemlich lasch waren, die jetzt echt, finde ich, relativ schwer abzuhängen sind. So. Ich schätze, du schaffst sicher noch einen von Camps Langzeitrekorden. Pass auf, denn der hier ist wirklich schnell. Ruckelvideo! Wirklich schnell kann ich. Guter Junge. Wenn du den Thron besteigen willst, musst du es beweisen. Ich finde, der Abbott ist eigentlich echt cool. Performance-Back. Enge Kurven und PS, Alex. Tritt drauf! Ja. Deshalb, da ist hier echt gut, dass ich den Abbott genommen habe, glaube ich, weil mit dem passe ich halt noch echt wo durch. Der ist halt schön klein und wendig. Da kann ich mich hier vielleicht ein bisschen durchschlängeln. Ah, ich sehe nichts. Teilweise ist es hier. Sind Licht und Schatten hier gerade echt so schön verteilt, dass ihr teilweise echt den Straßenverlauf nicht sehen kann. Achso, jetzt wird es auch gerade Abend. Es dämmert ja auch gerade. Na gut. Da kommt das auch mal vor. Juhu! Ach so, ach du Scheiße. Zeit. Das Ganze geht auf Zeit. Mist. Ach so, aber pro Checkpoint. Das geht ja klar. Schon, es wäre jetzt insgesamt Zeit. Scheint gerade noch relativ easy zu sein. Das stand ja auch leicht da. Aber ich meine, dass dieses eine Rennen da am Anfang, das soll ja auch nach wie vor normal sein und das ist scheiß schwer. Ich meine, das soll zwar auch nicht leicht sein, aber. So. Nein, 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 nein! Wo geht's längs? Fuck! Schnell rauf. Das war jetzt gerade das einzige, was ging. Auch wieder drei. Puh, 3 Sekunden hinterher bin ich sozusagen. Na gut. Oh. Tritt drauf, Alex! Scheiße! Nein! Scheiße! Oh nee, ne? Oh, ich kotze, ey. Ich hasse diese Nummer immer. Egal was für ein Rennspiel, ich hasse diese Nummer mit diesen blöden Dingern, wenn man dann da so 2 Meter dran vorbei fährt. Das ist echt das Letzte immer. Wenn man halt damit auch wirklich nicht abkürzt oder so, sondern halt echt nur
von der Straße abgekommen ist gerade. Längs, alles längs. Da geht's längs. Juhu! Aber das hier wieder, das ist hier wenigstens wieder ein spaßiges Rennen. Aber das mag auch an dem Abad liegen, weil der jetzt gerade so schön wendig ist. Mit dem anderen Auto vielleicht nicht so spaßig. Also, ich meine hier gerade beim Performance Back mit dem Challenger, den ich da eben hatte, oder mit dem Lamborghini Miura hätte ich hier gerade bestimmt keine Freunde, weil die sich im Kreis drehen würden wie sonst wie was, wenn ich um die Kurve fahre. So wie jetzt der hier auch gerade. Oh, scheiße, sowas hasse ich. Scheiße! Tritt drauf, Alex! Sehr lustig. Scheiße. Das war immer jetzt voll fail. Oh ne, und jetzt schaffe ich das noch nicht mal. Ja, das ist für den Arsch. Okay. Auch hier wieder ein sehr tückisches Rennen. Ich schätze, du schaffst. Ich habe das Spelling-Szenen von diesem Spiel noch nicht ganz durchschaut. Aber, ja. Ivory Tower wird schon wissen, was sie da entwickelt haben. Scheint das ja auch irgendwie gut zu finden, wohl so. Wie gesagt, ich glaube, es ist halt wirklich dieses, wenn man es mit Gamepad spielt, sind da, glaube ich, ganz viele Sachen nicht merkbar, die mit Lenkrad oder gar mit Joystick einfach unhandelbar sind. Und ich bin halt einfach kein Gamepad-Freund. Das ist das einzige Ding. Tritt drauf, Alex! Und es macht halt eigentlich Spaß, mit dem Lenkrad das zu fahren. Doch jetzt der letzte Dreck hier schon wieder. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie dann da gleich am Ende schaffen soll. Wenn ich hier schon auf Null runterkomme. Ja. Das ist doch zum Verrücktwerden. Ich schätze, du schaffst sicher noch einen. Ja, toll. Enge Kurven und PS, Alex. Tritt drauf!
wollen das ja diesmal hinkriegen hier. Oh, ich glaube, sie ist schon wieder dagegen geknallt. Ich glaube, manchmal ist es auch einfach gar nicht so gut, Nitro zu verwenden. Ich glaube, manchmal, wenn man darauf verzichtet, sind die Rennen manchmal schon gleich viel einfacher als sehr schön. Noch vor 10 geschafft. Das werde ich mir jetzt auch vornehmen für die ganzen anderen Teile hier. So, da gebe ich jetzt nicht nochmal Nitro oben drauf für diese Kurve. Stattdessen hier jetzt. Man muss ein Prinzip haben. Was? Im Ernst? Weil ich jetzt so ein bisschen an der Kante längs geschlittert bin. Tritt drauf, Alex! Ja, lustig. Voll daneben, ey. Fuck. Ja. 3, 2, 1. Muss ich da noch ankommen? Ich frag mich echt, was daran leicht sein soll. Mit was fahren die das denn? Die das Balancing machen. So, ich möchte, habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, den Part zu beenden, deshalb geht es jetzt hier weiter. Wenn es sein muss, muss ich halt den Jura nehmen. Auch wenn es mit dem vielleicht noch schwieriger wird. Und zur Not halt natürlich wieder den Koop, aber ich schätze, du schaffst sicher enge Kurven und PS, Alex. Tritt drauf! Und ich fürchte, hiermit werde ich mir einfach zu viel drehen. Allein schon das hier hat es ja schon gezeigt. Mit dem kann ich das definitiv vergessen. Abbruch. Ich frage mich, wie heftig muss man denn seine Karren hier bitte hochleveln, um ein so ein Rennen gewinnen zu können? Nein, nicht Street. Und das hier kann ja auch gerne mal da stehen bleiben, ne? So, schnell Koop. Please, is there someone who could do this with Hilfe, was ist denn gerade da mit meiner Map? Warum ist meine Map gerade in einem falschen Format? Dass die Dinger da so verzerrt sind. Mann. Ja doch, es hat sich jemand gefunden. Cool. Ja, das ist doch mal was. Sorry, dass ich wieder so aufbrausend, wütend, gedöns bin. Aber manchmal schreibt nicht, treibt mich dieses Spiel in den Wahnsinn. Obwohl ich es mag, eigentlich sogar halt gerade, weil ich es mag, treibt es mich in den Wahnsinn, weil deshalb gibt es mich überhaupt erst auf.
Okay. Mal gucken, ob was derjenige unterwegs ist oder ob der mir ein bisschen hilft. Scheiße, er ist voll gegen mich reingeknallt. Schönerer Start und als hätte man ja auch echt nicht hinlegen können. Das war jetzt richtig geil von ihm, dass er einfach das hinkriegt, einfach direkt in mich reinzufahren. Aber hier, sein Fahrzeug hat einen viel niedrigeren Wert als meins und trotzdem ist er um einiges schneller. Warum? Das ist doch irgendwie alles merkwürdig. Warum erreiche ich immer noch nicht die Höchstgeschwindigkeit? Tritt drauf, Alex! Der Fahrzeuge. Mist, sitzt ja auch noch langsamer als ich. Mist. Das kann ich nicht mehr retten. Also vor allem ich nicht. Da muss er jetzt kommen. Oh, jetzt ist er gegengefahren. Oh. Ich meine, okay, so müssen sich die anderen Leute mal bei mir fühlen, aber deshalb bin ich denen auch immer umso dankbar, dass sie trotzdem mit mir fahren, aber nochmal bitte. Ich schätze, du schaffst sicher noch einen von Camps Langzeitrekorden. Aber endlich mal jemand, der sich nicht über mich ärgern muss. Wirklich schnell. Enge Kurven und PS, Alex. Tritt drauf! Ob das doch vielleicht tatsächlich an den Dingsbums liegt, an den Werten der Fahrzeuge. Also jetzt glaube ich da beinahe dran, weil er scheint ja doch langsamer zu sein als ich. Eigentlich müsste man sich bei solchen Rennen hier die Checkpoints echt heilen. So, ich habe mir jetzt so ein bisschen Nitro angespart. Das ist nämlich das Praktische jetzt natürlich daran, wenn ich das mit ihm zusammenfahre, auch wenn ich dann jetzt vielleicht schneller bin als er, denn gerade dann lohnt sich das halt hier, dass ich Nitro ansparen kann. Das ist mal schön. So rum macht das mal glatt auch richtig Spaß. So rum hatte ich das echt noch gar nicht. Ne? Das ist doch mal für uns alle was Neues. Okay, außer für die alle, die selber The Crew spielen und das Problem nicht haben mit dem immer so langsam sein. Shit. Tut mir leid. No. Oh Gott, ich hoffe, es wird jetzt noch was. Ab hier geht's auch los, wo es für mich echt schwer wird, hier irgendwo habe ich bisher fast immer ja verkackt. Ja, genau hier nach dieser Kurve. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Ich versuche mal so schnell wie möglich hinterher zu kommen. 9, 8,
Er schafft es. Geil. Geil, 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 geil. Und ich schaffe es hoffentlich auch hier irgendwie zumindest um die Kurve rum. Sehr schön. Oh, das ist doch mal... So sollte Teamwork funktionieren. Ja. Erster Versuch für den Arsch. Und jetzt beim zweiten bin ich der hier die ganze Zeit... Lass dich nicht aufhalten. Scheiße baut. Ah! Oh. Irgendwie geht mein Wagen hier gerade schon wieder ab. Jetzt ist der hier auch schon dabei. Die ganze Zeit hier... Tritt drauf, Alex! ...abzudödeln. Naja, aber... Wir haben ja trotzdem gewonnen, ne? Jupp. Sehr schön. So habe ich mir auch schon immer vorgestellt eigentlich. So etwas zu fahren. Also ein Rennen. So ist das doch mal schön. Ja, okay, das Ding bringt mir gar nichts, aber... Sehr schön. Fortfahren... Schnell! Ja. Wirklich, wirklich schnell! Bin doch nicht so überrascht, Chica. Hey, da bist du ja, Alex. Das muss Cam erstmal schaffen. Gute Arbeit. Okay. Und dann war ich schon wieder gerade für den Arsch. Gut, das hat sich wieder behoben. So, und dann direkt natürlich zum nächsten, ne? Weil es hier gerade so um die Ecke ist. Wir können ja gleich Crew-Koop machen, wenn er denn Lust dazu hat. Okay, dann nehmen wir allein. Das ist nett, weißt du? Kleiner, du wirst langsam nervig. Mach ich immer wieder gerne. Oh, hätte ich eigentlich mit dem Caddy weggefahren. Du machst es eher oldschool. Also ein Vorschlag. Ein Rennen, du und ich. Sieger bleibt, Verlierer räumt das Feld. Sag mir nur wo. Okay. So sieht's aus. Da passt doch in der Caddy. Cam hat gelogen. Die Cops kommen. Verschwinde da. Wer ist da? Später, gib Gas. Häng die Cops ab, Alex. Aber woher? Später, häng sie ab. Bereit machen zum Rennen. So geht's hier. Scheiße. Das ist schon mal absolut fehles. Ja, geil. Geil. Was ist das denn hier bloß mit der Helligkeit? Vorging das doch auch immer. Und ich kann jetzt gerade hier aber überhaupt nichts sehen. Später, häng sie ab. Wir rahmen das Ziel. Vorsicht. Ah, und die Wagen drehen sich gerade die ganze Zeit immer. Sobald ich irgendwo gegenfahre. Hast du das gehört? Ja, wer immer das war nicht Coburn. Hast du ihn zurückverfolgt? Hab's versucht, aber das Signal wird umgeleitet. So. Ich habe keine Sicht auf das Zielzentrale. Das ist sehr schön. Habe verstanden. Patrouillieren Sie im Bereich und achten Sie auf den Bildschirm. Zentrale an Air Support. Brechen Sie die Verfolgung sofort ab. Wiederhole. Sehr schön. Verstanden. Wo ich gerade so schön im Gegenverkehr gefahren bin. Das Ziel ist gleich weg, Zentrale. Los, Jungs. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Zentrale, er ist weg. Sehr, sehr schön. Ach, mit dem schönen Escalade. Der sieht doch echt cool aus. Und ja! Ja! So geil. Oh, ich freue mich. Oh, da freue ich mich aber. Geil. Ausstanden. Plus 34, das ist mal cool. Das verändert mal den Wert des Fahrzeugs. Kann man das irgendwie sehen?
Wir werden jetzt das Fahrzeug hat. Oh, das ist ja mal interessant. Das sind meine Freunde, glaube ich. Ja. Okay, Killer-Tomate war besser als ich, aber Nuklear-Tomate. Wenn du zuguckst, Killer-Tomate, herzlichen Glückwunsch für deine Leistung. Ich weiß, immer wir wollten noch mal irgendwann zusammen The Crew spielen, aber irgendwie also, hat es nicht so richtig geklappt bisher. Ich beobachte dich. Sehr geil. Oh, ich sehe schon gerade, da hinten ist noch ein schönes Dingsbums. Das möchte ich noch mitnehmen hier, dieses schöne Sehenswürdigkeitsgedöns. Wenn ich da dann irgendwie hinkomme. Oh. Das ist natürlich noch schöner hier. Und also ich meine, normalerweise, ich mag das halt immer nicht, Spiele so hell zu stellen, aber das ist gerade ja echt. Hallo? So. Also. Anders kann ich echt nicht sehen. Da ist eine Absperrung. Da fahre ich ganz scheiße. Sorry, Junge. Reg dich mal nicht up. Vor allem wieder. Ich hab's im Moment mit komischen Wortkreationen. Nein. Alle Einheiten aufwärmen und sofort Fixsets machen. Verstanden? Oh ne, bitte nicht. Das hatten wir schon so oft. Nö. Ach, da komme ich gar nicht rein. So. Geht's hier irgendwo mal rein? Sorry. So, endlich eine Straße. Na bitte. Hier wird's sein. Bei den Bahngleisen. Sehr schön. Oh, ganze 4 von 20 Teilen. Schön. Na gut, ich würde mal sagen, auf die Landmark verzichte ich dann doch irgendwie. Ja, und beende mal den Part. Tschüss, bis dann.